Wie ist das? Gut. Noch näher? Nein. Ja, weißt du, weil ich lerne dann noch zurück mit der Zeit. Ja, ja, genau. Das ist gut, wenn du dich entspannst, umso besser. Ja, nein, vielleicht werde ich müde. Legen wir los. Boom! Feelgood Podcast mit dem Peach Weber. Dass ich das mal sagen darf, ist an sich schon eine Ehre. Und ich habe gerade erfahren, das ist dein erster Podcast. Ja, also ich habe sehr viele Anfragen bekommen, vor allem in dieser Corona-Zeit. Oder hat es ja viel gehabt, wo das war ja etwas gewesen, was man noch hätte machen können. Ja, so per Zoom und so. Ja, ja, ich habe auch mal einen Zoom-Auftritt gemacht. Yeah. Das war super gewesen, aber ich mache es nicht mehr. Ja, nein, wenn ich nicht eine Gage bekommen hätte, hätte ich es nicht gemacht, oder? Yeah. Yeah. Aber auch dann, oder, hockst du daheim vor dem Schmine und ich meine, Comedy, du weißt ja das selber, ist eine heikle Sache, wenn du dann anfängst studieren während dem Comedy machen. Yeah. Ja, was machst du da? Hockst du jetzt daheim und hast nicht ein richtiges Publikum und so? Ja. Yeah. Und da als Erfahrung, oder, wie jetzt heute, oder, vielleicht sage ich noch einen Mon, ich wollte jetzt überall in Podcast, weil das so Sachen finde ich witzig, mal ausprobieren. Oder? Vielleicht sagst du auch morgen nie mehr Podcast. Kann auch sein, aber nein, es ist ja so, dass ich eigentlich nur noch da muss machen, was ich wollte machen und wo ich Freude habe. Ja. Ich bin jetzt 45 Jahre unterwegs gewesen und wenn du dann noch jede Hundsverlocherte musst machen, oder, dann hast du einiges falsch gemacht. Ja, ich habe mir gerade darüber nachgedacht, wo du gesagt hast, wenn man beim Auftreten sich muss überlegen, was mache ich überhaupt da, habe ich gerade gedacht, das habe ich noch öfters als nur bei einem Zoom-Auftritt. Ja, ich hatte es früher auch jemanden gehabt, als ich noch ein Management hatte. Nein, da bist du manchmal am falschen Ort, oder? Da kannst du wirklich nichts dafür. Also, Wenn du bei einer Firma bist, sagen wir Baufirma, wo jetzt 50% Ausländer sind, die nicht gut Schweizerdeutsch können, da, was ich mache, da musst du wirklich alles sofort verstehen, oder? Ja. Und da hast du vielleicht noch 20% Pensionierte, die es nicht recht gehören. Da fragst du dich dann schon, aber seit ich selber mache, frage ich den Veranstalter immer, was sind das für Leute? Und wenn ich das Gefühl habe, da könnte ich komisch werden, dann sage ich, ja, Leute, doch am Joel. Nein, einfach, ich habe mir auch den Klibi empfohlen, oder? Weil er ist einer, der sich auch viel mehr vorbereitet als ich. Also ich übe ihn auch nicht und so. Er ist jetzt einer, der vorher, zwei Wochen vorher, noch in die Firma geht und sich Informationen holt und dann extra für die Firma noch eine Nummer macht. Mache ich nicht und ich habe immer wieder einfach gesagt, dann nehme ich doch einen anderen, ist gescheiter. Ja. Weil du hockst ja noch dort und kommst dir blöd vor, oder? Ja, logisch. Und die Leute, die dort hocken, sagen sich dann auch, was ist das für ein? Eben, obwohl man zum Teil nicht mal etwas dafür hat. Nein, eben, wenn du weißt, du musst ja jedes Mal alles geben, oder? Weil das Publikum war schlecht, ist eine Ausrede, ja. Oder in den meisten Fällen. Die Leute, vor allem wenn sie Eintritt gezahlt haben, müssen die eigentlich nichts machen. Also die haben keine Verpflichtungen dir gegenüber, sondern du gegenüber von ihnen. Und wenn du dann aber am Schluss kannst sagen, gut, es war ein schwieriges Terrain gewesen, oder? Ja. Aber ich habe alles gemacht, Festhütten mit 2000 Leuten und dann hast du halt auch Besoffene drinnen. Aber wenn du diesen Festhütten im Griff hast, dann gibt es nichts Schönes, oder? Also, dort habe ich allerdings auch immer gesagt, ich will vor der 10 Uhr auftreten, oder? Also in einer Festhütte um 12 Uhr noch nicht mehr machen. ich glaube, es gibt ja den grundlegenden Unterschied, ob Menschen kommen, um effektiv dich sehen, oder ob eben du nebenan gebucht wirst, wo du im schlimmsten Fall die Leute zuerst eben noch musst. Zuerst mal musst du um die Aufmerksamkeit buhlen und sie dann noch kriegen. Und das ist sicher die komfortable Situation, wo du kannst sagen, ich gehe nur noch nebenan, wenn die Umstände für mich
entsprechend sind. Ja, eine Garantie ist nie, oder? Ja. Aber du musst, es gibt auch eine Übung, und die Leute musst zuerst mal oben abholen. Also eben gerade im Theater, oder? Da kommen sie schon und da gibt es Publikum, wo schon so in Stimmung ist, dass die schon lachen, wenn du sagst, heute zusammen oder so. Ja. Und dann weisst genau, hallo, da halte ich dir nicht 2 Stunden durch, oder? Ja. Also sie können zwar dann vielleicht lachen wie verrückt, aber wenn du einfach nur lachst und nur Hammer gegen sie hintereinander bringst, dann ist nachher eine halbe Stunde, tut er alles weh, oder? Und es nützt sich auch ab, oder? Also es ist ja im ersten Teil, ich meine, das Programm geht 2 Stunden, und im ersten Teil ist gut, einfach so ein bisschen Stimmung machen und so. Und dazwischen die wieder so richtig lachen. Aber das Wichtige ist, dass sie im zweiten Teil noch mögen, oder? Und am Schluss einfach eben sogar noch eine Zugabe haben oder 2, oder dann weisst du, es ist nicht langweilig gewesen. Und da gibt es so eine runde Sache, oder? Eine runde Abend. Ja, das unterschätzen die Leute auch oft, dass man bei Comedy trotzdem eine Art Dramaturgie muss anwenden muss, weil eben, wie du sagst, 2 Stunden durchballern, habe ich selber schmerzhaft erfahren, wenn du viel Kurzauftritt hast, wo so 15, 20 Minuten, wo du kannst durchballern, und dann fährst du an, mit dem Solo öfters zu spielen, dann merkst du, das geht ja gar nicht. Also man muss einerseits zuerst mal können 2 Stunden ballern, aber andererseits müssen die Leute das auch überhaupt mitmachen. Und darum richtig, ja, du musst die Leute irgendwo führen. Es muss eben so eine Dynamik geben, oder? Also so eine Wellenbewegung, oder? Ja. Und da kannst du wirklich im zweiten Teil Gas geben. Und da kommen ja viele Leute auf die Welt, oder? Wo 10 Minuten noch immer machen, und dann mache ich vielleicht 12 Minuten noch immer. Mhm. Und dann haben sie das Gefühl, so, jetzt mache ich so ein gefühltes Programm. Ja. Und dann merke ich jetzt, das ist eine andere Welt, oder? Also du kannst nur schnell 10 Minuten jemanden wirklich zum Lachen bringen und so. Aber eine Abend und vor allem allein ist also ein rechtes Risiko und völlig etwas anderes, oder? Absolut. Also, auch wenn du YouTube-Filme machst, oder irgendwie 3-minütige, die lustig sind, und dann hast du das Gefühl, so, jetzt mache ich ein Solo-Programm. Yeah. Und vor allem dann müssen die Leute Eintritt zahlen, oder? Genau. Und im Netz ist ja praktisch alles gratis, oder? Und das ist einfach nicht das Gleiche, wenn die Leute mit 40 Stutz Eintritt zahlen. Dann ist es anders, als wenn du denen da gratis zur Verfügung stellst, oder? Und dann gibt es halt Klicks und gibt es halt Likes. Und zudem weiss man ja, dass man viel von diesen Sachen auch kaufen kann. Und seither ist es auch nicht mehr so imposant, wenn dann einer sagt, oh ja, da 200'000 Follower, denkst du immer, ja, mal schauen, ob die echt sind oder nicht. Oder? Ja, und ob die dann effektiv ein Ticket kaufen? Ja, selbst sowieso nicht. Also eben, ich habe früher immer, wenn einer gesagt hat, du, ich habe ein super Musikstück gemacht oder so, und alle Leute sagen, das ist genial und so, habe ich immer gesagt, geh auf die Strasse, lass das irgendjemandem runter. Und wenn er dann sagt, das ist super, dann sagst du, für 2 Franken, du das kopieren. Und das ist schon etwas anderes, nur für 2 Franken schon. Oder sagt er vielleicht, nein, ich will es nicht, aber es ist super. Und vor allem bist du wirklich eben 30, 40 Stutz oder sogar noch mehr, oder? Also 50er oder so zahlst für einen Abend. Da überleist er gut, oder? Definitiv. Meine kleine Beobachtung ist so, dass eben gerade Menschen mit viel Follower oder so, die schaffen es oft, etwa einmal ins Theater zu holen. Weil man hat eben irgendwie die Followerschaft und Menschen sagen, also komm, ich gebe jetzt mal 30 Stutz aus oder 40 oder was weiß ich. Und dann haben sie wie das gekriegt, was sie haben wollen. Sie haben die Person live gesehen. Und wenn das Programm dann nicht knaller gesehen ist, haben sie keinen Grund mehr, nochmals zu kommen. Und wenn ich überlege, dass du jetzt mittlerweile 16. Programm jetzt kommt, oder? Und du schaffst, die Leute immer wieder zu holen, mit einer neuen Leuten. Ich bin dir mal geschaut in Stanz. Habe ich einen Auftritt gehabt, da habe ich extra Nacht übernachtet, weil ich gefunden habe, ich muss den Peach mal live sehen. Ah, oh, da habe ich noch gedacht, das ist da nicht der Joel, der wird mal ganz berühmt. Und Saal bumsvoll mit Menschen, wirklich neben mir, ein 6-Jähriger bis,
ich will jetzt niemanden nach Alter schätzen, aber ich sage bis ins sehr hohen Alter. Und das zeigt für mich, die Menschen im sehr hohen Alter, die kommen wieder, die holen ihre Kinder mit, die nehmen sogar ihre Kinder mit. Und das ist ja dann eben die komplett andere Leistung, fernab von eben Klicks, Likes, was weiß ich, dass man ein Erlebnis bietet live, wo die Menschen sagen, das will ich wieder sehen. Ja, und du hast ja gesehen, bei mir passiert ja nichts. Nein, theoretisch. Ich meine, der Unterschied zwischen der Vorstellung und wenn du daheim eine CD hörst und das Cover anschaust, ist nicht wahnsinnig riesig. Also ich komme ja nicht auf der Bühne, Junge, ich mache keine Grimasse, ich tue mich nicht verkleiden und so. Yeah. Und gleich kommen die Leute. Und vor allem eben alle Altersgruppen und alle Schichten, aber da kannst du nicht steuern, oder? Mhm. Also das war von Anfang an so gewesen und das war einfach mein Glück gewesen, weil sonst schaffst du es nicht über 40 Jahre. Wenn du mal, es gibt ja auch die haben ihr Publikum, das ist irgendwie vielleicht zwischen 30 und 40 oder der Kind. Mhm. Und die sind dann aber mal zu dem Alter raus und dann ist fertig, oder? Dann, eben, vor allem jetzt, wenn du dann alte Leute hast, die mögen dann irgendwann nicht mehr zum Haus aus. Yeah. Und bei mir hat es immer wieder zwischen dir wieder ein Lied gegeben, das die Kinder lustig gefunden haben, weil Text verstehen sie ja die kleineren Kinder nicht, oder? Mhm. Und etwa vor 10, 15 Jahren hat es angefangen, dass plötzlich so Teenie-Gruppen kommen, wo ich nicht weiss, was da soll. Also, ich habe zuerst gedacht, du hast nichts Gescheites zu tun. Und habe dann aber gesehen, dass die kommen dann auch Autogramm holen und wollen noch irgendwo auf den Arm irgendetwas, ein Selfie machen. Aber das kannst du nicht, wenn du ein Programm machst und denkst, so, jetzt muss ich aber da für die 10- bis 17-Jährigen noch etwas machen. Yeah. Oder für Kinder. Yeah, wenn du jetzt willst, ein Kinderlied machen, das kann grausam mit die Hose. Yeah. Oder? Und da kannst du nicht so berechnen. Du kannst höchstens Sachen machen und plötzlich merkst, aha, die Kinder, oder? Zum Beispiel das Lied Rasenmähen, habe ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Kinderlied ist, aber mhm. viele Kinder haben einfach an dem Freude. Warum weisst du den Namen nicht? Oder? Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja auch das Wichtige in diesem Moment. Ich höre von vielen, weißt, was ich dann irgendwie überlege, ja, ich muss eine Nummer machen, weißt, die auf dem Land funktioniert und ich muss das machen und so. Und du hast eigentlich immer die Ding gemacht und das Publikum ist organisch gekommen, sag ich jetzt mal. Und eben, du hast das nie gesteuert. Du hast dann nicht gedacht, vor 15 Jahren, oh, jetzt sind Teenies da, jetzt machen wir denen den grossen Hit für die. Ja, eben, es war von Anfang an so gewesen, dass wenn ich vor 40 Jahren durch den Vorhang ins Publikum geschaut habe, vor der Vorstellung, yeah. und heute ist das Bild genau gleich. Mhm. Es hat von Kind bis 90-Jährige hat es alles drin. Yeah. Und ich habe immer gesagt, das ist so Dorffest-Publikum, oder? Wo auch der Lehrer neben dem Metzger hockt und der Gemeindepräsident irgendwie neben dem Gemeindearbeiter. Und das Grosse mit den Enkeln vielleicht nach unten und so. Yeah. Und die Mischung hat mir immer gefallen und ich habe immer gedacht, das ist eigentlich das Beste, was da passieren kann, oder? Weil es dann immer wieder weitergeht, oder? Und yeah. immer wieder neue dazukommen. Ja, weil, was ich wahnsinnig finde, lege mal. Also einerseits schauen Menschen rein, die begeistert sind ab dir, und andererseits, eine von den letzten Platten, die ich gekauft habe, das ist wirklich ein neuer Kauf, auch wenn es nicht mehr die neueste ist, aber habe ich in einer Brocke gefunden, Schweizer Kabarett-Doppelalbum. Höhepunkte der Schweizer Kabarett-Szene. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass die Platte gibt. Mal ist ja wahrscheinlich 40-jährig, oder? Ja, bald. Wirklich. Mit Walter Roderer, Kabarett Rotstift, Stefanie Glaser, Freddy Lienhardt und da, Peach Weber. Schau mal. Ja, den habe ich noch auf den Hohen gehabt. Das muss ganz lange her sein. Und da habe ich aber geschaut, ja, 1983 ist jetzt zum Beispiel das spezifische Album. Das ist eben, das ist, also ich habe am 76 den ersten Auftritt gehabt, also yeah. das war ziemlich am Anfang gewesen. Und eben, ich sage auch immer, ich werde alles überleben. Ich habe das Kassettchen überlebt, ich habe die LP überlebt, ich habe die CD überlebt, ich habe den Download überlebt und jetzt überlebe ich immer noch Streaming. Ja, also, weißt du, du hättest können... Du kannst jammern, oder? Mhm. Also, wir haben natürlich die guten Zeiten erlebt, oder? Darum tun wir die Jungen ein bisschen leid, die heute anfangen. Ich meine, wir haben können,
50-60'000 LPs verkaufen. Nachher ist die Zeit von der CD, wo viele Leute das Gleiche, was sie auf LP hatten, nochmal auf CD haben wollen. Yeah. Und ich meine, die Bestverkaufte von mir hat 140'000 CDs verkauft. Ich meine, heute bist du froh, wenn irgendwie auf 10'000 kommst oder so, oder? Und yeah. Es ist schon, ja, heute viel schwieriger, eben, du willst leben davon, oder? CDs, kannst du sagen, ist vernachlässigbar. Streaming, da kannst du mit einer Million Streams kannst irgendwie einmal warm essen, oder? Also es ist wirklich lächerlich, oder? Ja. Yeah. Also es wird der Punkt kommen, wo du kannst sagen, du, ich gebe es gratis raus, also wegen diesen paar Fränkli da. Zusammen können mit da lohnt sich ja nicht, oder? Außer wenn du der Weltstar bist. Oder? Ja, darum habe ich. Schaffe ich noch dran. Darum habe ich gefunden, ich werde eh kein Weltstar, ich haue meine Programme einfach so auf YouTube raus. Die alten. Aber von wo lebst du? Wirklich vom Live-Business, wenn man es so darf nennen. Ja. Eben darum ist ja die ganze Corona-Kacke ist ja vor allem schlimm gewesen, weil. Wenn es jetzt zum Beispiel anstelle von dem Virus ein Digitalgauke hätte, was auch irgendeines kommt, wo alle die Streaming-Portale einfach nicht mehr funktioniert hätten, dann hättest du keinen grossen Verlust gehabt, oder? Absolut. Weil, aber jetzt, wo das CD-Geschäft zusammengeht ist und nachher geht noch so das Veranstaltungsgeschäft zusammen, dort, wo du ja eigentlich noch gut kannst verdienen, oder, wenn du voll Saal hast. Das ist natürlich doppelt brutal, oder? Ja, aber eben, man kann entweder jammern oder schauen, was kann ich gleich machen, oder, um mich zu beschäftigen. Und ich habe auch das letzte Jahr eigentlich im Nachhinein gesehen, einen genialen Plan gehabt. Ich habe gesagt, wo der Lockdown kam, dann mache ich ein neues Programm, weil das ist das Einzige, was ich allein kann, die einmal machen, oder brauche ich keine Leute dazu. Und habe nachher im Sommer, wo es dann alles wieder ein bisschen locker war, habe ich die Aufnahmen gemacht und ein paar Vorstellungen. Und dann ist halt dann wieder zu, das war ein bisschen mühsam gewesen. Ja. Weil eben, du hast 10 Vorstellungen gemacht, hast gesehen, das Programm funktioniert, hast Freude, oder, dass du im höheren Alter von 97 noch ein Programm hast, das noch funktioniert. Und das ist so ein bisschen wie Coitus Interruptus, oder? Und ja. Dann steht wie so ein Rennerross, wo irgendwie Boxen nicht aufgeht, oder? Und du wüsstest, ich könnte da Rennen gewinnen. Aber eben, weil ich nicht muss, ist es nicht tragisch, oder? Ja. Also es ist nicht eine Existenzfrage. Und jetzt eben, jetzt habe ich ja die verschobenen Vorstellungen, die wir jetzt ein bisschen nachholen. Genau. Und ja, eben, musst einfach von Woche zu Woche schauen, wie sich da entwickelt, oder? Ja, und was du gesagt hast, dass man beim ersten Lockdown ein Programm macht, auch als Beschäftigung, eben, damit man irgendetwas zu tun hat, das ist bei mir genau das Gleiche gesehen. Ich hatte dann, glaube ich, 7 gehabt, und dann ist auch der zweite Lockdown gekommen. Und mein Problem dann ist gesehen, was mache ich jetzt? Wie ist das bei dir gesehen? Also wie meinst du, was mache ich jetzt? Ja, beim zweiten Lockdown. Kannst du nicht sagen, ich schreibe nochmal ein neues Programm, weil... ja, aber eben, ich bin der einfach sagt, ja, das ist jetzt so, oder? Was soll ich jetzt irgendwie... wir haben natürlich, es haben ja dann viele schon mal gerade ein Jahr verschoben, die Vorstellungen und so, oder? Und wir haben dort einmal auf den Herbst ein paar angesagt, haben natürlich gewusst, dass man die wahrscheinlich muss verschieben, oder? Und dann haben wir es auch verschoben auf den Frühling und nachher halt die Herbst, weil ich mir immer gesagt habe, du musst ja Perspektive haben. Weil sonst hättest du können sagen, ja, dann verschiebe ich es 25, oder? Dass ich ganz sicher bin, aber das bringt ja auch nichts. Ja. Und auch die Leute müssen irgendeine Perspektive haben. Und das Verschieben ist ja einfach für den Veranstalter mühsam. Also ich kann es dir auch immer überlassen, oder? Ich habe gesagt, wenn du ansagen willst, du weißt, musst du es ja wahrscheinlich verschieben und so. Und er ist aber auch voll gesagt, mal, man muss wieder ein bisschen Zeichen setzen und so. Ja. Ich hoffe natürlich schon, weil ich wollte ja nicht mehr wie früher. Weißt, am Anfang hast du auch irgendeinem Jahr 200 Vorstellungen gemacht. das war lustig dort, oder? Aber ich meine, heute mache ich vielleicht 70, 80 im Jahr. Also, ist ja noch genug. Ja, einfach so eine Gala und so Zeugs. Yeah. Eben, wie gesagt, ich mache nur noch da, wo
wenn es ein bisschen komisch ist, weißt, oder irgendwie am Telefon schon ein bisschen knurzt, oder dann sage ich, ja, lassen wir es doch. Mhm. Oder wenn es weiter weg ist. Am liebsten würde ich zum Umkreis von 30 Kilometern. Also ich gehe dann schon mal irgendwie auf Thun. Wenn es muss sein, aber dann mache ich eine doppelte Gas. Wegen dem Weg. Ja, Schmerzensgeld. Klar, doppelter Weg, doppelte Gage. Ja. Kilometergeld. Was ich schon bei Interviews von dir gemerkt habe und auch jetzt im Gespräch, ist, auch wenn du eben recht dein eigenes Ding machst, wo du eben sagst, das muss ich nicht machen und das mache ich lieber, bist du sehr informiert über der aktuelle Stand von der Szene und du überlegst auch viel von grundsätzlichen Veranstaltungsbusiness. Also du informierst dich auch sehr über das. Ja, nicht über alles im Detail. Oder? Ja. Also ich habe zum Beispiel die ganze Comedy-Szene, ich gehe jetzt nicht stundenlang schauen, was andere machen und so. Ich kenne es ein bisschen, oder? Wenn ich es 5 Minuten gehört habe, weiss ich, wo es durchgeht. Und ja, nein, es ist eben so, wenn jetzt, wenn man bluffen möchte, könnte man ja sagen, ich habe Stand-up für die Schweiz erfunden. Weil da hat es in selber Zeit nicht gegeben. Es hat so Rotstift gegeben, Tremil und so. Und die haben so ein Sketch gemacht oder eine längere Nummer mit den Schlusspointen oder so. Und das war auch am Anfang das Problem, den Leuten zu erklären. Also mein damaliger Manager, der hat nicht recht gewusst, wie soll jetzt den Leuten sagen, was der macht. Oder? Yeah. Es hat dann noch die Liedermacher gegeben, aber da bin ich auch nicht gewesen. Also, und dann ist es eigentlich lang gegangen, bis dann ich selber auch gemerkt habe, dass da, was ich mache, da ist, was es in Amerika schon lange gegeben hat, Stand-up, oder? Mhm. Aber in selber Zeit hast du nicht gewusst, was die Amerika-Comedy-Szene ist. Heute kannst du theoretisch alle amerikanischen Komiker schauen und übersetzen und klauen, oder? Aber dort hast du das nicht gewusst. Yeah. Und eigentlich erst, nachdem ich etwa ein Jahr, zwei unterwegs war, habe ich einen gesehen im bayerischen Fernsehen. Da dachte ich, der macht jetzt genau das gleiche wie ich, der Fredl Fesel. Oder? Das war auch einer, der hat zwar 100-mal besser Gitarre gespielt, 100-mal besser gesungen. Der war einfach 100-mal besser. Aber er hat das Gleiche gemacht wie ich. Er ist auf dem Stuhl gehockt, hat eine Gitarre gehabt, hat ein Zeug erzählt und zwischendurch ein lustiges Lied gemacht. Da habe ich aber erst im Nachhinein, oder meine Nummer ist ja eigentlich aus einem Blödsinn raus entstanden. Oder? Ich habe da nie wollen. Also ich Was heisst das? Also ich habe nie gesagt, ich will auf die Bühne oder ich will Komiker werden. Wirklich? Nein. Weil, also da, was ich gerne gemacht habe, ist Rockkonzert veranstalten. Ja. Yeah. Und da hat mir gefallen, Plakate aufhängen, organisieren, nachher am Abend ansagen. Oder sagen, ich habe dort eben so Krakus oder Bollhofer oder so Leute engagiert. Und dann bist du auf die Bühne und hast gesagt, ja, freut mich, dass da 700 Leute gekommen sind und so und jetzt viel Vergnügen mit, weiß ich nicht was, oder? Mhm. Und da hat mir immer gefallen, aber wenn mir einer dir gesagt hätte, du wirst mal mit der Gitarre deinen Lebensunterhalt verdienen, die gesagt, spinnst du, also ich habe ja kein einziges Instrument, eine Gitarre habe ich ja heute noch nie. Ja, es ist eigentlich tragisch, aber ich habe einfach Glück gehabt, dass für da, was ich gemacht habe, das gelernt. Ja. Yeah. Oder? Wenn ich irgendwann mal gemerkt hätte, so, jetzt müsste ich anfangen Gitarre üben, müsste ich einen raffinierteren Griff. Dann ein schönes Fingerpicking. Ja, ja. Aber dann hätte ich aufgehört. Oder wenn es darum gegangen wäre, Sänger zu werden. Ja. Yeah. Oder? Ich habe ja am Anfang. Also meine ersten Lieder waren ja eigentlich Gedicht mit Schrumm-Schrumm-Begleitung. Oder? Ich habe es auch mehr geredet als gesungen. Ja. Und natürlich eben mit der Routine, dann, heute ist es ein bisschen anders, aber nicht viel besser. Also, es ist immer noch weiter weg von einem. Ja, wenn du zum Beispiel Peter Räber seine Lieder hörst, die jetzt da durchkomponiert sind und so. Ich bin froh, dass ich das nie machen musste, sonst hätte ich wahrscheinlich nach ein paar Jahren aufgehört. Wie ist denn der Sprung entstanden vom Ansager von der veranstalteten Rockkonzert zu selber
Der Peach Weber ist jetzt Komiker. Ja, ist auch natürlich noch eine lustige Geschichte, weil also es hat angefangen, dass ich eigentlich immer gerne ein Instrument hätte können. Mhm. Und mich hat auch immer Schlagzeug fasziniert. Ich war einmal Schlagzeuger gewesen, aber ein Hundsmiserabel. Ja, aber ich habe zwei Bands gespielt, weil ich bin der Einzige war, der Schlagzeug hatte. Das war damals noch entscheidend. Ja. Und ich habe es auch abgezahlt. Und so. Und ich habe alle Instrumente probiert, oder? Trompete, Posaune, Handorgel und alles. Weil ich immer dachte, es muss doch ein Instrument geben, das ich nicht muss üben muss, sondern gerade kann, oder? Wenn ich in die Hand nehme und dann geht es. Ja. Und habe überall gemerkt, es geht nicht. Oder? Das ist, glaube ich, bei keinem Instrument so, oder? Ja, aber es war bei der Gitarre eben so gewesen, da hat mir einer drei Griffe gezeigt und Bluesgriff, oder? E-A-H-7. Ja. Und die habe ich zufälligerweise relativ schnell hergebracht und habe gemerkt, mit diesen drei Griffen kann man ein Lied machen. Mhm. Oder? Und dann habe ich so ein Lied gemacht, habe das auf einem Kassettchen aufgenommen und weg da und vergessen. Und dann ist im Pop-Rocky seiner Zeit, also da im Jörg Marquardt sein Heftchen, es war eine Ausschreibung für ein Talentfestival hier in Zürich an der Langstrasse im Long Street. Sicher nicht. Und dann, ich habe ja auch nicht gewusst, was da ist und so. Man hat gewusst, Niederdorf, oder? Ist ein bisschen dubios, Langstrasse, man nicht so kennt. Und dann ist gestanden, wir können ein Kassettchen einschicken. Und dann habe ich gedacht, ich habe doch irgendwo ein Kassettchen mit dem Lied, oder? Und weil ich da schon hatte, wenn ich da nicht gehabt hätte, hätte ich mich nicht angemeldet. Ja. Dann dachte ich, schick da ein, oder? Passieren kann ja nichts, oder? Und dann ist irgendein Brief gekommen, im Halbfinale. Dann dachte ich, sind 500 im Halbfinale, oder? Und dann bin ich dann auf das Zürich über, in das Long Street, oder? Und dann am Nachmittag bin ich da gehockt und haben alle so Proben gehabt und ich habe gesehen, die können alle singen. Und haben zum Teil Playback und so. Und da hat ich Scheiße mit dem selber gemachten Lied, das ich nicht einmal richtig können spielen konnte. Das wäre peinlich, oder? Also da gibt es Katastrophen. Und auf dem Tisch war nur ein Zettel. Die Jury könnte ihn noch am Nachmittag disqualifizieren, wenn deine Darbietung nicht genügt. Oder? Sogar, okay. Und da habe ich gedacht, ja. Ich gehe wieder heim, aber das ist nicht gegangen, weil der Ausgang gerade bei der Bühne war. Da hat die da gesehen, dass ich abhaue. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und habe überlegt, wenn ich am Anfang irgendetwas ein bisschen sage, was mich ein bisschen sympathisch macht bei den Leuten, dann habe ich die Chance, dass mich nicht gerade ab der Bühne abbauen, oder? Mhm. Und habe wirklich einfach, weil ich Angst hatte, dass es wirklich peinlich wird, ich dachte, ja gut, am besten sage ich, wie es ist. Ich kann nicht singen, ich kann nicht Gitarre spielen, aber ich habe so ein Lied gemacht, habe 28 Strophen. Ich dachte, das ist doch sympathisch, wenn du gerade sagst, du kannst nicht singen. Und dann haben die in der Probe schon alle gelacht und haben auch mal gemeint, dass ich eine Nummer habe. Also, und dann habe ich am Schluss das Lied noch gesungen. Und habe irgendwie gesagt, ja, es hat 28 Strophen, aber ich habe jetzt die schlechten rausgenommen, sind nur noch drei. Und eben Gitarren, oder, tönt verschissen, weil ich also müsste neben dem WC stimmen. Einfach so spontanes Zeug. Und dann, als die so gelacht haben, habe ich gedacht, ui, dann mache ich aber die Abend die Einleitung ein bisschen länger, oder? Dann kann ich noch eine Strophe weg, glaube ich, im Lied. Und dann haben die gelacht wie blöd. Und das war wirklich ein wahnsinniges Glück gewesen. Das ist das einzige Talentfestival, es hat ja viel gegeben in selber Zeit. Ja. Aber das war das einzige gewesen, wo alle wichtigen Leute in dem Long Street waren. Also sämtliche Chefs von allen Majors-Plattenfirmen, sämtliche wichtige Journalisten. Das war einfach Glück gewesen. Und die sind nachher alle gekommen und haben irgendwie eine LP machen. Oder? Wow. Und ich habe ja die nicht gekannt, oder? Also, weißt du, da ist einer von der Polydor, der Chef, oder? Ja. Yeah. Und er hat gesagt, er würde gerne einen LP machen. Und ich sagte, ja, ich kann nur ein Lied. Also, und ein bisschen längere Einleitung mittlerweile. Und nachher
ich hätte auch gar keine LP machen, oder? Und nachher haben die Leute gesagt, spinnst du eigentlich? Weißt du, wer da ist, oder? Das ist der Herr Schwarz, der Chef von der Polydor. Und eigentlich, also von selben Abend an, ist er einfach praktisch von selber gelaufen. Ich habe den zweiten gemacht. Die erste gemacht hat, das war eine ganz schöne Frau gewesen. Von der hast du nie mehr etwas gehört. Die hat auch wunderschön gesungen und hat nachher, glaube ich, den Chef vom Shopping Center Spreiterbach geraten. Wirklich? Ja, also hat er Karriere gemacht. Ja. Yeah. Die hat zweite gemacht und ist aber gerade der Hans Gmür und Karl Sutter, die hat da den Bernhard Apero gehabt. Ja. Yeah. Wo einfach eine wahnsinnige Veranstaltung war, wenn du es dir geschafft hast, dass die Leute etwas. Dann nicht einmal ganz dörrig gewusst, dass du ein glatter Kerl bist. Mhm. Und dann hast du einfach gerade Auftritte bekommen. Mhm. Wow. Ja, also es ist wirklich aus dieser Situation entstanden. Und das Lustige ist, vor ein paar Jahren hat die Schweizer Fernsehen so eine Sendung gemacht, wo zum Beispiel ein Rap gucken, also hat dann ein Stück von mir gesungen. Ja. Und ich habe dann eins von ihnen. Ah, ja, Songmates. Cover Me. Cover Me, genau. Ja. Und ich habe es ja fast nicht geglaubt, die haben mich angefragt und ich habe gesagt, ja, interessiert mich nicht so. Und dann haben sie gesagt, ja, es wäre dann im Longstreet. Ja. Und dann bin ich tatsächlich nach wahrscheinlich 36, 37 Jahre das erste Mal wieder in dem Longstreet gewesen. Yeah. Es hat noch genau so ausgesehen. Oder fast genau yeah. so. Und ich bin an dem Tisch gehockt und habe gedacht, Gott, verteile ich nochmal, das ist jetzt einfach schon so lange her. Und eigentlich alles, was dazwischen war, ist an dem Nachmittag ja, durch einen Zufall eigentlich entstanden. Oder? Eine klare Initialzündung. Wer hat die gecovert? Geiler als du, oder? Ja, geiler als du. Ja, ja, irgendwie. Das haben sie gut gemacht. Aber eben für mich ist natürlich einfach, weil ich bin nie mehr in diesem Longstreet war. Also yeah. Ich bin ja nicht einer, weißt, der alle 5 Jahre geht und denkt, oh, hat meine Weltkarriere angefangen. Aber es war ein verrückter Moment, wo ich gedacht habe, wenn ich an diesem Nachmittag hätte ich können wirklich abhauen, wäre ich gegangen. Yeah. Oder? Aber ich habe einfach gewusst, die sehen alle, wenn ich jetzt so mich verdünnisieren und dann ja. An dem ist nachher. Ich war vorher 8 Jahre Lehrer und eigentlich da war mein Traumberuf. Lehrer ist dein Traumberuf und nebenbei ja. die Rockveranstaltungen? Ja, das war einfach ein Hobby. Ja. Und auch in den ersten 3, 4, 5 Jahren, wo ich schon ein bisschen so Comedy-Zeug gemacht habe, bei mir ist es ja langsam oder? Ja. Also Klibi zum Beispiel, der hat niemand kennt an einem Freitag. Und dann ist er ein Teleboy. Und dann ist er ein Teleboy gewesen, am Sonntag haben ihn alle kennt. Yeah. Und er hat als Buchredner irgendwie 200'000 LPs verfehlt. Yeah. Und bei mir ist das immer mehr und mehr geworden, oder? Ich war eigentlich der Letzte gewesen, wo an das geglaubt hat. Ich bin immer überzeugt gewesen, ja, irgendwann mal ist da fertig, oder? Mhm. Weil das ist ja nur, irgendwann merken die Leute, dass ich nur das Eich erzähle. Und dann, und ich war am Anfang, ich bin 2 Jahre unterwegs mit einem Lied und einer Einleitung. Und dann haben sie ja Zugabe wollen, dann habe ich das Lied nochmal gesungen. Und dann, wenn sie nochmal Zugabe haben wollen, habe ich das Lied nochmal gesungen. Dann haben die lustig gefunden. Sicher nicht. Hat es noch nie gegeben. Also ich habe nicht mehr gehabt, oder? Und nach, glaube ich, anderthalb Jahr, 2 Jahre, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich das zweite Lied machen. Also, und da bin ich ein Jahr lang mit 2 Liedern. Das sind natürlich nur so Gala gewesen, ja, ja. So eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das heisst, du hast, obwohl du gemerkt hast, die waren eigentlich mehr, hast gar nicht mehr gehabt in dem Moment. Ja, und auch nicht der Ehrgeiz, jetzt da irgendwie ein Programm zu machen. Ich habe gedacht, das ist noch lustig. Eben weil ich davon ausgegangen bin, dass da sowieso irgendein aufhört. Ja. Oder habe ich gedacht, was soll ich da einen Haufen Lieder machen und nachher ist fertig und da ist vergeben geschafft, oder? Hat es denn irgendwann den Moment gegeben, wo du wie dir selber hast müssen eingestehen? Ich glaube, das bleibt jetzt so, das ist es jetzt. Oder hast du heute noch das Gefühl, es ist bald fertig? Nein, aber ich habe nie irgendeine Sicherheit gehabt, weil so nach 20 Jahren haben so viele Leute gesagt, ja, mein, du kannst jetzt machen, was du willst, die kommen schon. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, das ist eben genau da, wo nur dumme Leute meinen, weil
Nein, ein Unterhaltungsgeschäft kann in der kürzesten Zeit fertig sein. Oder? Ja, ja. Auch wenn du 20 Jahre Erfolg gehabt hast, dann machst du ein schlechtes Programm und dann kann es noch sein, dass der, weil sie so die Leute lustig gefunden haben, 20 Jahre, dass dann noch einmal kommt. Aber ja, wenn es dann nochmal das zweite noch schlechter ist, dann stellt es ab in den Wasserhahn. Ja. Und du hast nicht, sagen wir jetzt, ein Beweis, dass du lustig bist. Nur die Leute geben dir den Beweis, oder? Ja. Also wenn du jetzt heute Abend eine Vorstellung hast und niemand lacht, kannst du nicht sagen, ja, aber gestern haben sie sich halb totgelacht, da interessiert die von heute nicht, ja, oder? Du kannst auch nicht das Diplom nehmen und sagen, oh, ich bin diplomierter lustiger Komiker, oder? Da kannst du ja andere prüfen, oder? Kannst du dann sagen, mal, aber ich habe da studiert, oder ich habe einen Doktortitel, oder so. Und das ist halt einfach, du hast ja keine Unterstützung, oder so, von Kuratorien oder so. Wenn du ein Künstler bist, auch wenn du nicht so gut bist, hast du noch die Chance, dass vielleicht ein Kuratorium sagt, mal, kommst du noch ein Geld rüber und so. Es ist ein ehrliches Geschäft und wenn die Leute nicht mehr kommen, dann musst du zusammenpacken. Ja. Kannst nicht, ja, kannst nicht sagen, aber ich bin doch so lustig. Also kannst schon, aber es interessiert niemanden. Ja. Ja, und so Kuratorium und so, ist bei mir Erfahrung, Comedy kommt ja selten in die Kategorie Kultur. So. Praktisch nie. Nein, also eben, du musst schon sagen, also müsstest auch anerkannt sein, dass du Satire machst oder so irgendetwas. Yeah. Und es niemand interessiert, also wenn du voller Saal hast, dann nachher sage ich, die Kulturleute, da kann ja nicht gut sein. Also das ist sicher sehr einfältig. Das haben wir mal gehabt mit einer Veranstaltung. Da haben wir im ersten Jahr haben wir ganz ein bisschen Unterstützung gekriegt vom Kanton. Und dann haben sie gesagt, es funktioniert ja, dann brauchen wir uns nicht mehr. Aber es hat funktioniert, weil wir haben nur so überhaupt können überleben, oder? Also, Ja, ich habe es ja live erlebt, weißt du, so wo dann das erste Mal, eigentlich an dem ersten Tag sind schon die vier wichtigen Manager von der Schweiz gekommen und haben wollen einen Vertrag machen. Und ich habe gesagt, ich will ja nicht, ich will nicht das Management und so. Das finde ich das Beste. Und nach vier, fünf Jahren habe ich dann das Management einem zugesagt. Und der hat dann plötzlich gesagt, ja, man könnte ja so ein gefüllendes Programm machen. Da habe ich gesagt, das reicht ja nie nicht, ich habe eine halbe Stunde Material und so. Da hat er gesagt, ja, probier es doch. Und nachher habe ich einfach Zeug geschrieben, oder? Mhm. Und so. Aber ich dachte, ui, aber so zwei Stunden. Und dann hat er allen Kleintheater und in selber Zeit hat es noch viel mehr gegeben als heute. Yeah. Oder? Also 200-300 Kleintheater. Hat er geschrieben, eben da, Peach Weber, das hat ein lustiges Programm gemacht, ob es Interesse habe und so. Es haben sich zwei gemeldet. Und wieder, einfach weil ich ein Glückspilz bin, ist es Kleintheater Luzern von Emil, oder? Mhm. Und Basel der Rasser, oder? Ja. Yeah. Und, aber das war reines Glück gewesen, oder? Also der Rasser hat gerade gesagt, kannst du drei Wochen machen? Ich sagte, nein, also völlig, oder? Das kennt mich ja niemand, oder? Und die zwei sind die einzigen gewesen. Nachher sind da schon noch ein paar kleine Theater zu Hötterl gekommen, die gesehen haben, dass man vielleicht wieder mal ein volles Theater könnte haben. Dann habe ich dir aber gesagt, ja, jetzt können wir auch die Schuhe blasen, jetzt miete ich selber einen Saal. Oder? Und, aber das war eben auch wieder Glück gewesen, oder? Also wenn die zwei nicht reagiert hätten, hätte ich wahrscheinlich kein abendfüllendes Programm gemacht. Wahrscheinlich noch sehr lange einfach mit einer halben Stunde unterwegs gewesen, eben so Festhütten, oder? Aber dort bist du noch Lehrer gewesen? Ja, also, wobei nicht lange, also, ich war eigentlich, also dort habe ich, glaube ich, 6 Jahre Schule gegeben und habe dann noch 2 Jahre Schule gegeben und wollte eigentlich nur ein Jahr Urlaub machen, oder? Weil da, die Auftritte sind dort noch nicht so gewesen, dass ich gedacht habe, von dem könntest du leben, oder? Yeah. Da habe ich gedacht, ich mache ein Jahr Urlaub, dann kann ich vielleicht ein paar Auftritte mehr machen und dann gehe ich wieder zur Schule gehen, oder? Yeah. Und dann ist auch wieder zufälligerweise in dieser Zeit, hat es dann ziemlich angezogen, oder? Und Ende Jahr habe ich gedacht, ja, dann mache ich halt nochmal ein Jahr, oder?
für mich war immer so ein bisschen der Maßstab gewesen, ich hatte 10'000 Franken auf der Seite gehabt, wo ich das Jahr Urlaub wollte machen und habe gedacht, da reicht es, um jeden Tag essen und Miete zu zahlen und so. Ja. Und dann habe ich halt nach einem Jahr die 10'000 Franken immer noch gehabt. Da habe ich gedacht, ja, dann könnten wir ja noch ein Jahr machen. Bist auf Null geblieben sozusagen. Ja, einfach so, also es ist gerade so viel reingekommen, dass ich die nicht anbrauchen musste. Ja, ja. Und mir ist auch immer der Lehrerlohn ist für mich der Maßstab gewesen. Ich habe immer gedacht, ich mache das, solange ich ungefähr gleich verdiene, wie ich als Lehrer würde verdienen. Ja. Wenn da weniger geworden wäre, hätte ich sofort aufgegeben. Ja. Weil ich habe ja nicht eine Message gehabt, oder wie ein Jazzmusiker oder eben ein Künstler, der sagt, auch wenn niemand kommt, ich mache richtige Kunst oder ich muss da der Welt. Ja, Comedy ist eben auch jetzt wegen der Corona-Zeit natürlich, Comedy ist schon sehr publikumsabhängig. Also einerseits für die Stimmung und andererseits halt auch, eben, wenn jemand kommt, dann kannst du auch keine Comedy machen. Ja, da haben noch nicht alle gemerkt, aber du bist jetzt auch du bist eben ein Schlauer. Und das ist aber auch da, wo dann das Einzige ist, was mich interessiert, oder? Also, weißt du, haben die in diesen 40 Jahren so viele so selbsternannte Kritiker gehabt. So Humorkritiker hat es ja gar nicht gegeben, aber dann hat zum Beispiel der Tagi, der mich in die Oper kritisieren muss, gesagt, du musst auch noch am Samstag den Pitch, musst auch noch etwas schreiben. Ja. Und das war natürlich klar gewesen, dem hat es schon gestunken. Und der ist schon gekommen und hat gewusst, oh, da kann ich jetzt irgendeinen Verriss schreiben, weil das ist ja einfach Unterhaltung. Oder? Und so Dinge haben mich nie interessiert. Mich hat nur interessiert, was machen die Leute, die Eintritt zahlt haben. Ja. Und wenn, weißt du, da hast du Situationen gehabt, hast 500 Leute im Saal, die sich zu Tod lachen und vorne einer mit dem Blöckli, oder? Und nachher ist gestanden, ja, das war nicht lustig und nur unter, weißt nicht was, unter allem Niveau und so. Aber er hat nicht geschrieben, dass 500 Leute gelacht haben, oder? Dann habe ich gedacht, wow, bist du für ein armseliges Würstli, oder? Nur weil der sich hingeguckt und hat gedacht, wieso verdient der Doppel 10-mal mehr als ich und ich bin so ein schlauer Journalist oder so, oder? Und dann die ganze Wut können rauslassen. Ja. Aber die Leute, oder? Ich habe immer gewusst, wenn ich komme und die Leute lachen nicht mehr, dann nachher muss ich zusammenpacken. Alles andere ist gar nicht wichtig, oder was irgendjemand schreibt. Oder, ich lese auch keine Kommentare. Ja. Also auch auf Facebook und so. Wenn ich etwas reintue, dann interessiert mich nicht, was da einzelne Leute dazu meinen. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Vorteil von der neuen Zeit, dass eben so was ein Kritiker in ein Blatt schreibt, viel an Wert verloren hat und Kommentar eigentlich auch. Weil das sind eben, das verstehen ja mittlerweile auch die Leute, dass das einzelne Stimmen sind. Ja, aber eben viel könnte sich da grausam das Gewissen machen, wenn da irgendeiner massiv irgendwie schreibt, oder was da für ein Zeichen und so. Aber eben sind einzelne Stimmen, oder? Auch wenn es einen Shitstorm gibt, es sind halt mehr Leute, die negativ schreiben, als die, die positiv schreiben. Jetzt sind immer Leute, Ja, das ist klar, oder? Das sind die, die nichts anderes tun haben und vielleicht am Morgen um 3 denken, so, jetzt dem Kreis zeigen sie, oder? Und so. Und es wird ja auch immer primitiver, also da muss man schon sagen, das Netz ist kein grosser kultureller Fortschritt, es ist eigentlich ein Müllhalter, wo es auch noch ein paar Sachen hat, die man brauchen kann. Aber es ist der kleinste Teil ist brauchbar. Yeah. Also wenn du den ganzen Schrott, der nur schon auf YouTube ist, oder was bringt da der Welt? Nichts. Yeah. Oder? Und wir produzieren jetzt gerade noch ein bisschen mehr. Ja, nein, aber es ist ja die Zeit, oder? Das ist halt so. Yeah. Jeder tut irgendwie, wenn Großmutter Geburtstag hat, hat das Gefühl, da muss auch auf YouTube. Das ist ganz wichtig, dass die ganze Welt meine Großmutter. Und so, und wenn das Kätzchen ab dem Tisch runterfällt, der Witz ist, er hat nachher eine Million Klicks, weil irgendeine dumme Katze ab dem Tisch runterfällt. Und dann frage ich mich auch schon, es gibt Leute, wo das Interessanteste im Leben ist, wenn ein Kätzchen ab dem Tisch runterfällt. Ja. Und das ist mir jetzt einfach zu langweilig. Oder? Es gibt schon auch gutes Zeug, aber der Witz ist, in dem ganzen Schrott brauchst du viel mehr Zeit, um die guten Sachen rauszusuchen. Oder?
Und eben, ich bin nicht gegen neue Entwicklungen, aber ich glaube, es ist nicht ein wahnsinniger Fortschritt. Es ist einfach eine Zeiterscheinung und es macht auch die Leute ein bisschen, ja, schon ich bezogener. Yeah. Ich finde Selfie lustig, also ich habe nie, weißt, plötzlich brauchst du keine Autogrammkarte mehr, sondern haben alle ein Selfie. Und ich habe von Anfang an das lustig gefunden, oder? Erstens einmal eben gesehen, was für Leute kommen wirklich. Mhm. Und die haben ja so Freude und es geht ja auch schnell, oder? Aber eben die Leute, die dann irgendwie am Morgen, ja, jetzt nehme ich gerade zum Morgen, ich habe da jetzt Porridge gemacht und habe jetzt noch ein Period oder so Zeug, weißt du? Und ich muss sagen, sind wir jetzt so weit, dass nachher, wenn du aufs WC gehst, auch noch musst sagen, ja, das ist jetzt ein Menü, das ich gestern gegessen habe. aber eben, es hat scheinbar Leute, wo es so langweilig ist, dass sie endlos so Zeug schauen. Ja. Ja, und dort kommt dann eben wieder der Gedanke vom Sprung zum Live-Erlebnis, oder? Jetzt schaust du einem auf dem WC zu, aber würdest du jetzt auch Geld zahlen, um dem auf der Bühne zuzuschauen? Ja, ja, und es hat ja immer, weißt du, als das Fernsehen gekommen ist, hat es ja geheißen, Zirkus ist vorbei, das ist tot, oder? Und es hat noch nie so viel Zirkus gegeben wie jetzt, oder? Weil es ist halt noch anders, wenn du irgendwie eine Zirkusnummer siehst am Fernsehen oder ob du noch das Sagmal schmeckst und vorher im Feuer aussen oder der Knieli an mich gesehen hast, Programmverkauf und so. Yeah. Und eben, bei mir ist es ja auch so, du kannst sagen, du kannst es daheim hören, also es passiert nichts auf der Bühne. Also auch mein Bühnenbild, habe ich immer gesagt, mein Bühnenbild muss in einem Migros-Sack Platz haben, damit ich nicht muss noch einen Anhänger anhängen oder so. Und dann, ich habe immer gedacht, wenn der da mal nicht mehr lenkt, oder, wenn ich dann auch muss Einspieler machen und Lightshow oder weißt du was, dann höre ich aber einfach auf, oder, weil das mache ich nicht. Yeah. Und es hat ja Leute gegeben, die wahnsinnige Produktionen gemacht haben, oder? Also auch Schmirindkis sind ja so ein bisschen die Ersten gewesen, die wirklich auch mit dem Fernsehregisseur die Einspieler gemacht haben, also sehr teuer, wo zum Teil einfach, bevor sie die erste Vorstellung hatten, schon 200-300'000 Stutz investiert haben. Und, yeah. Und da wollte ich nie, weil ich gedacht habe, ich wollte zuerst schauen, ob da überhaupt läuft, oder? Und, kenne ich den Gedanken, ja. Ja, einfach, ich habe mir immer gesagt, weißt, wenn man es wirklich nüchtern überlegt, ob du jetzt als Komiker die Leute 2 Stunden unterhaltest oder die gleichen Leute ins Opernhaus gehen, die mit einem Millionenaufwand die Leute auch 2 Stunden bestenfalls unterhalten werden. Es ist nicht Zeiten besser oder schlechter, oder? Wenn der allein... Ich habe früher mit Bobby McFerrin, oder? Der hat mich immer fasziniert, weil der ist einfach allein auf einer Bühne gewesen, hat das Mineralwasser gehabt und die Leute sind weg gewesen, oder? Und da hat mich immer fasziniert, oder, dass ein Mensch ohne Kostüm, ohne Bühnenbild, ohne Lightshow kann die Leute völlig packen. Und viele, die einen riesen Aufwand machen, wollen ja einfach ablenken vom ein bisschen dürftigen Programm oder so. Oder? Ja, das denke ich mir zum Teil auch, weil ich sehe, was die finanziellen Unterschiede können sein in der Produktion von einem Programm. Und manchmal frage ich mich dann, ob die 30'000 jetzt auch wirklich noch nötig gewesen wären und vor allem, ob es effektiv einen Unterschied macht fürs Publikum. Also weißt, ob die merken die jetzt, dass das, frag mich nicht, 100'000 mehr gekostet hat als das? Ja, du kannst natürlich lustiges Filmen machen, aber nachher haben die Leute viel mehr Freude, wenn zum Beispiel eine Panne passiert und du musst improvisieren. Yeah. Sie lachen sich zu tot, weil sie wissen, das ist live, das genau. Hätte er nicht können vorbereiten. Genau. Oder? Und wenn du eine riesige Projektionswand aufstellst, dann erwartet die Leute halt heute auch nicht irgendeine VHS-Qualität, sondern einfach guten, lustigen Film. Aber eben da, wo du merkst, aha, jetzt muss er eine gute Idee haben, weil jetzt ist irgendetwas funktioniert nicht. Mhm. Und so. Das ist meistens das Lustigste. Ja. Ja, da freue ich mich auch schon extrem
auf deine Hallenstadion-Show, wo ja langsam aber sicher näher kommt. Jetzt sind es nur noch 6 Jahre. Ja, es ist gut, wobei, wenn ich immer daran studiert hätte, hätte ich schlaflose Nacht gehabt. Wir haben das sehr dilettantisch angesagt, also wirklich unverantwortlich eigentlich, weil ich davon ausgegangen bin, vielleicht müssen wir es nach einem Jahr absagen. Ich habe immer gesagt, wenn nach einem Jahr 500 Billett verkauft sind, dann können wir es noch absagen. Yeah. Oder? Und ich habe auch gesagt, ich mache keine Werbung, oder? Ich investiere null. Yeah. Oder? Ich hätte ja können schauen, ob irgendeine Firma mitmacht oder Inserat macht. Yeah, yeah. Und ich habe immer gesagt, entweder funktioniert die Idee und die Leute checken es, um was das geht. Oder dann müssen wir es halt sagen, ja, wir haben uns getäuscht. Mhm. Wir lassen es. Und wo dann, ich habe immer gesagt, wenn 3000 Billet verkauft sind, dann ziehen wir es durch. Oder? Und das war der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, also gut, scheinbar funktioniert. Und jetzt sind es abends 2500. Und da habe ich noch eine Nachmittagsvorstellung angesagt, weil wenn ich schon auf das Zürich hin muss, ja, in welchem Alter, weil der bald 75, wenn der da ist, der kann ich ja gerade 2 machen, geht im gleichen Tun. Ja. Aber eben, ich habe noch nichts vorbereitet, ich habe immer gedacht, 2 Jahre vorher tue ich mich dann mit dem beschäftigen. Ja. Oder? Weil du weißt ja nicht, eben, dass, wo wir es angesagt haben, sind es 19 Jahre gewesen, oder? Das ist ja ein Weltrekordversuch, der längste Vorverkauf der Welt. Und der wird kaum geschlagen. Yeah. ist auch die einzige Möglichkeit, wie ich jemals einen Weltrekord machen könnte. Weil alle Sportdisziplinen habe ich gestrichen. Da sind nicht möglich, auch irgendwie die längste Cremeschnitte, das ist alles so gemacht. Oder? Aber da war wirklich lustig, gewesen, auch wie das entstanden ist. Das ist ja völlig auch wieder genau so aus einem blöden Gag von meinen Brüdern eigentlich die Idee gehabt, oder? So haben wir zu Mittag, wo wir sind gegessen. Und dann nachher haben wir so ein bisschen rumgelacht und dann haben wir aber sofort gesagt, ja, aber da geht ja nicht. Also ja. Das Hallenstadion kannst sicher nicht 20 Jahre vorher mieten und Ticket Corner macht sicher nicht 20 Jahre vorher. Ja. Und wo die alle gesagt haben, mal, das ist lustig, machen wir. Hat der Brüder gesagt, ja, jetzt Leute noch im Guinness-Buch von der Rekorde an. Und das ist ein Herr Kuchenbäcker, der für Europa zuständig ist. Und der gehört ja nichts anderes als den ganzen Tag sein. Wir machen den Weltrekord. Ja, klar. Wir haben da irgendwie die längste Sonnenblume, weiß nicht wo. Ja. Und der hat es gerade verjagt von Lachen. Und hat gesagt, also etwas habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Und dann haben wir gesagt, also gut, dann probieren wir es. Ja. Aber wieder, es ist nicht das Konzept dahinter gewesen. Ja, aber ich glaube, darum funktioniert es ja auch. Weil eben die Leute spüren das wahrscheinlich viel mehr, als wenn jetzt da eine durchgetaktete, frag mich nicht, Agentur dahinter gesehen war, die gesagt hat, Tag X ist das und dann machen wir 2,5 Jahre später die Initialzündung und dann das große Plakat. Dann spüren die Leute, dass da irgendetwas nicht falsch läuft, aber nicht ganz authentisch ist, oder? Gut, es gibt natürlich auch Leute, die immer Zeug ankündigen und nachher eben, ich schreibe jetzt ein Buch und nachher höre ich es nicht mehr. Oder ich mache jetzt ein abendsfüllendes Solo-Programm. Ja. Habe ich schon hunderte Mal gehört, oder? Und dann nachher, so nach einem halben Jahr denkst du, wenn kommt jetzt der mit dem Solo-Programm? Und nach einem Jahr denkst du, hätte es echt vergessen. Dass er das mal angekündigt hat oder das überhaupt eins hat machen. Ja, vielleicht hat er es einmal getestet und hat er gesehen, es ist nicht dringend notwendig, dass ich ein Programm mache. Oder auch du, weißt du, es hat x-mal irgendwelche verkrachte Werber gegeben, die gedacht haben, aha, das ist noch ein gutes Geschäft, oder? Machen wir irgendwie Otto und Otto oder eben das Duo. Oder? Yeah. Und die sind alle, die haben da grosse Ankündigungen gemacht, weißt du, Inserat, oder? Ja, yeah, yeah. Weltplakat. 2 Vorstellungen zu Hinterpfupfingen und nachher hast du nicht mehr gehört. Ja. Yeah. Also sind cool gegangen. Ja, ich glaube, dort braucht es auch den Schnuff. Also selbst wenn jetzt bei 2 Vorstellungen es noch nicht läuft, mehr aber zumindest
Potenzial sieht, sage ich jetzt mal, dass man dann halt dranbleibt. Aber ich sehe es momentan bei vielen, die eben, sie verstehen extrem, wie man Instagram und Facebook und was weiß ich alles braucht, um richtig die Promomaschine zu aktivieren, aber auf der Bühne läuft wie noch nichts. Und weil dann eben nicht alles so schnell passiert, wie sie sich erhofft haben, ist dann auf einmal so 2 Jahre später, sagst du, ist nicht mal noch die Person, ist doch auch ab und zu noch dabei gewesen und dort und so und sind einfach weg. Ja, das ist eben der Unterschied, oder? Wenn du irgendetwas im Netz machst, schnell liken oder so, das hast du schnell gemacht, yeah, oder? Aber das andere ist halt schon, und wenn dann wirklich, ich habe ja auch viele Junge, wo mir ein Mail schreibt, eben, sie haben da einen Hochzeit, haben jetzt da Witz erzählt und so, und die Leute haben so wahnsinnig gelacht, und jetzt habe ich eben gedacht, vielleicht könnte ich ihnen einen Tipp geben, wenn wir jetzt noch berühmt werden. Also sie haben jetzt schon 10 Minuten Programm, yeah, oder? Und jetzt müsste es nur noch einer haben, der eben am Fernsehen sagt, die müssen dann ernst. Und das Einzige, was ich mit denen raten kann, benutze ich jede Gelegenheit zum Auftreten und vor allem von fremden Leuten, also nicht von Kollegen oder an einem Hochzeit. Also könnt ihr bei einem Dorffest fragen, ob ihr eine Viertelstunde machen könnt, und wenn dann die Leute lachen. Und vor allem, wenn es lachen, ist das schon mal eins. Aber wenn dann niemand kommt, wenn jetzt sagen wir dort 300 Leute sind und es kommt kein einziger und sagt, du, meine Frau hat Geburtstag, könnt ihr dort auch etwas machen, oder wir haben ein Dorffest. Dann muss ich sagen, wahrscheinlich ist es zwar einigermaßen lustig, aber es reicht nicht. Weil du kannst es nicht erzwingen. Du kannst heute einem, der nicht ganz so lustig ist, kannst du 100'000 Franken Werbebudget geben. Am Schluss wissen dann einfach ein Haufen Leute, dass er nicht lustig ist. Oder? Aber du kannst nicht... Ja, es gibt ja viele, die das Gefühl haben, ja, mit viel Geld kann man einen Hit machen. Oder? Yeah, yeah. Und das stimmt einfach nicht. Mich fasziniert das immer. Ich höre seit 50 Jahren Hitparade. Und zwar, weil mich immer fasziniert, wie ein Hit funktioniert. Und da gibt es immer wieder so Schlüsselerlebnis, wo das Letzte war für mich der Wellerman, wo in dieser ganzen digitalen Suppe und Aufwand kommt, einer klopft auf den Tisch und du schaust einfach zu, bist völlig fasziniert. Yeah. Oder? Und so Sachen haben mich immer fasziniert, wo sich dann auch... Ja klar, manchmal gibt es ja Sachen, die dann noch eine Firma dahinter ein bisschen pusht. Aber wenn es ein Seich ist, dann kann die grösste Firma pushen, es wird nicht funktionieren. Yeah. Oder? Und wenn es eben funktioniert, dann nachher kannst du das ins Netz stellen, und es müssen ja einfach sofort Leute nicht nur das liken, sondern sie müssen es weiterschicken. Genau. Oder? Und wenn das niemand macht, da habe ich früher auch schon immer gesagt, wenn du das Gefühl hast, hast du einen Hit geschrieben, schick es allen Radio. Und wenn kein einziger reagiert, dann ist es sicher nicht ein super Hit. Oder? Dann kannst du froh sein, hast mit wenig Aufwand herausgefunden, dass es nicht ein Hit ist. Yeah. Bevor du eben die Werbemaschinerie angeschmissen hast. Ja, es müssen ja mindestens ein paar, oder? Wir müssen ja nicht alle reagieren, aber mit ein paar sagen, du komm da, lassen wir ab. Ja, und der Wellerman ist ein Paradebeispiel dafür, weil der ja einfach in seinen, keine Ahnung, was ist das? Schlafzimmer. Hat er das eingesungen schnell? Ja. Und dann ist es einmal quer um die Welt gegangen. Und dann kannst du es rausbringen und dann läuft es auch im Radio. Das ist der Vorteil. Weißt, viele Leute haben das Gefühl, heute kannst du einfach etwas ins Netz stellen und dann ist es in der ganzen Welt, oder? Aber das ist einfach die Täuschung, weil im Netz gibt es so viel, dass du schon gar nicht auffallst, oder? Ja. Und wenn nicht die Leute sofort sagen, also nicht nur das ist gut, sondern auch die allen meine Freunde, die ich da schicke, und die Freunde sind auch begeistert. Yeah. Danach kannst du innen 3 Tage kannst du weltweit irgendwie eine Nummer 1 haben. Yeah. Oder? Und hast keine Rappenwerbung investiert. Oder? Ja, und ich glaube, das ändert sich auch nie. Egal wie die Medien drumherum sich ändern, es ist schlussendlich, wie es auch immer verbreitet wird,
von Mensch zu Mensch muss immer noch die Quelle Nummer 1 sein. Ja, ja. Und vor allem technisch, weißt du, wo ja der Computer kommt und Sequenzer und all das Zeugs, yeah. Oder? Wo nachher eben so die Leute das Gefühl haben, aha, jetzt muss man nur noch den Computer anlassen und dann kann man einen Hit machen. Oder? Das habe ich tausende Mal gehört. Ich hatte selber ein kleines Studio gehabt, weil mich einfach zur Schlagzeugmaschine haben mich fasziniert und so. Und ich habe da immer wieder gehört, ja, jetzt oder, gibt's nur noch, kannst du nur noch anlassen und ein bisschen drücken und dann gibt es einen Hit. Oder? Aber die Idee haben, die kannst du auch heute noch nicht digitalisieren. Yeah. Oder? Du kannst die Ausführung professionalisieren. Mhm. Also eine Band, also wenn wir an mir ein Demo gemacht haben, dann war es ein Kassettchen gewesen, mhm. Oder? Da hat natürlich katastrophal getönt. Mhm. Und dann, wo die ersten 8-Spuren-Maschinen gekommen sind, da hast du schon gedacht, du kannst 8 Spuren aufnehmen. Yeah, und, so. Yeah. Und heute kannst du natürlich studioreife Produktionen zuhause im Keller machen. Mhm. Oder? Mhm. Früher hast du immer gewusst, das ist super, aber jetzt müssen wir im Studio da alles aufnehmen. Yeah. Und, aber eben, du kannst es technisch perfekt machen, aber wenn die Idee nicht gut ist, interessiert es niemand. Oder? Du kannst die verrecktesten Grooves machen, wenn es nicht Klick macht, dann nachher, ja, passiert gar nichts. Ja. Und das ist beruhigend, dass wirklich die Idee haben. Es gibt zum Beispiel hunderte von guten Sängerinnen und Sängern in der Schweiz, zum Teil sensationelle, aber es gibt fast keinen Hitschreiber. Mhm. Oder? Mhm. Weil die Hitschreiber, das sind wirklich ganz seltene Fälle. Oder? Du kannst zwar, es gibt viele Komponisten und es gibt viele, die ansprechende Songs können schreiben und so, aber Hitschreiber und Nase haben für einen Hit, gibt es ganz wenige. Sind die meisten in Skandinavien? Ja, lange Zeit gewesen, oder Polen hat auch zwei Jahre lang einfach die Nase gehabt für einen Hit nach dem anderen, und zwar mit verschiedenen Formationen. Ja. Oder? Und es gibt so Leute, Giorgio Moroder hat auch mal so eine Phase gehabt. Ja. Aber es ist auch dann keine Garantie, oder? Du kannst 10 Jahre Nummer 1 Hits machen und nachher klingt es dann nicht mehr, oder? Yeah. Und es gibt Leute, die haben einen Welthit gehabt und haben es nie mehr geschafft, nur annähernd das hinzubringen, oder? Weil es halt einfach, du kannst an mich auch nicht, wenn du überlegst, warum ist es da Hit geworden, oder? Es gibt kein Rezept, yeah. Oder? Es ist manchmal irgendein kleines Signal, wo es macht, dass die Leute auch noch hören. Oder als ich seinerzeit das erste Mal Cher gehört habe mit Belief, oder? Mhm. Wo das erste Mal eigentlich bewusst Autotune. Yeah. Und ich habe dort gedacht, leck, ist das geil. Ich war zuerst gemeint, ich bin Mann. Mhm. Oder? Ich habe nicht gewusst, dass es Cher ist und so. Und ich habe das Stück 1000 Mal gehört und habe immer gedacht, der Effekt ist ja so geil. Mhm. Und nachher habe ich jedes Mal wieder, das sind ja hunderte von Hits nachher kommen mit dem Effekt, weil er einfach wirklich geil ist. Und so Sachen haben mich fasziniert, oder? Und das Stück wäre sicher auch sonst noch recht gut gelaufen, aber es war genau der Komische gewesen, wo du noch nie so gehört hast. Yeah. Oder? Yeah. Kann ich mich als Bub erinnern, dass das auch genau... Ich habe nicht gewusst, dass es Autotune heisst oder was weiß ich, ja, aber ja. Ich habe mir gedacht, boah, der Computereffekt ist auch perfekt eingesetzt gewesen. Aber es ist dann halt auch noch, du weißt von dem Effekt, wo bringst du den überhaupt? Oder? Ja, und ich habe lange gedacht, wie kann man das machen? Das war ja am Anfang aufwendig gewesen. Ja, ja. Heute kannst du es schon mit relativ günstigen Geräten machen. Ja. Aber dort hast du keine Chance gehabt, außer in einem Studio da zu machen, teuer. Ja. Wir sind eigentlich schon langsam durch. Mich interessieren nur noch zwei Sachen. Und zwar einerseits, jetzt haben wir ein bisschen über die Musik geredet, was kannst du heute in der Comedy schauen, wo dir gefällt, wo du toll findest? Also es ist ja so, die ähnliches Zeug machen wie ich, das ist schwierig, oder? Weil da kann ich nicht mehr einfach zuhören, sondern yeah, da arbeitet es immer, oder? Und wenn ich einen höre, der auch so ähnliches Zeug macht, ist immer so ein bisschen meine Ehrgeiz, wenn er anfängt, dass ich Pointe früher habe, als er sie bringt, oder? Yeah.
Und es ist ja schwierig, mir einen Witz zu erzählen, weil es kommen immer Leute und sagen, du, so einen Witz nicht. Muss ich sagen, ja, tut mir leid, wahrscheinlich kennen ihn schon. Mhm. Oder du weißt eben, wie er wird enden. Ja, einfach, es gibt so Schema, wo immer wieder kommen. Also, es gibt auch Witz, wo meine Großmutter mir erzählt hat, wo heute mir ein Junge erzählt. Oder? Weil er gar nicht gewusst, dass der vorher schon gehört. Und darum sind es mehr Leute, die, also für mich ist jetzt politisches Kabarett, aber gut, das unterhalten mehr, weil da einfach ein anderes Genre ist. Yeah. Oder der so schräge Typen wie ein Kurt Krömer zum Beispiel oder der Olaf Schubert, wo jetzt einfach schräge Typen sind, oder? Und es muss mehr in dieser Art sein, also nicht einer, der auch Stand-up macht oder so, das ist sehr schwierig, weil du musst ja überrascht werden, dass du kannst richtig lachen kannst. Yeah. Oder? Yeah. Wenn du nur so ein bisschen eine Ahnung hast, ja, es könnte auf die Schiene raus, dann ist der Effekt schon weg. Darum ist es schwierig, mich zu unterhalten. Ich weiss zum Beispiel, als ich das erste Mal den Mr. Bean gesehen habe, das war ja vor etwa 25 Jahren, da bin ich auf dem Sofa runtergefallen vor Lachen. Yeah. Oder? Weil der hat etwas gemacht, was ich jetzt vorher noch nie gesehen. Ja, es war einfach eine komische Figur gewesen. Und er hat nicht Wortwitz gemacht, er hat ja zum Teil gar nicht geredet, oder? Oder nur einzelne Sätze. Eben dann kann es schon sein, dass mich verjagt vor Lachen. Oder in Alltagssituationen. Yeah. Aber nicht, wenn einer auf der Bühne steht und irgendwie, ja, Lotzeri, sind ihr alle gut drauf. Dann löst es mir zum Teil schon ab, oder? Oder wenn einer so mal Perücken anlegt und das lustige Hütchen, nachher denke ich, ja, wird wahrscheinlich da ohne Seite nicht ganz so lustig sein. Yeah. Aber das ist natürlich Deformation professionell, wie wir Engländer sagen. Dass du natürlich. Ja, das ist ja in jedem Beruf so, dass dann du einfach es fährt sofort an zu arbeiten, wenn dann du einen siehst, der etwas Ähnliches macht. Ja. Yeah. Am inspirierendsten ist, wenn du einen siehst, wo schlecht ist. Ja, weil dann arbeiten sie auch und du denkst immer, ja, aber wieso seid ihr jetzt nicht da, oder? Da wäre ja jetzt möglich gewesen. Wobei ich jetzt eben nicht würde sagen, dass ich jetzt überall die beste Variante herausfinden würde. Ich könnte aber du hast eine? Yeah. Ja, aber ich kann nicht für jemand anderes schreiben. Yeah. Also, ich habe meine Art und ein anderer hat eine andere Art. Ist ja Humor, darum gibt es für mich nicht so eine legitime Humorkritik. Humor ist Geschmackssache. Und ist ein ehrliches Geschäft, weil entweder lachen sie oder lachen sie nicht. Oder? Also die Schlimmsten sind ja die einen Witz erzählen und der andere lacht nicht. Und dann nachher sagen sie, ja weißt, er hat eben gemeint, weil ja Grossmutter das Schlimmste kannst machen. Yeah. Das Einzige, was du kannst machen, einen anderen erzählen. Yeah. Also, ja, du kannst, wenn das Lachen nicht passiert, kannst du machen, was du willst. Es kommt nicht mehr. Yeah. Das ist für beide Momente. Oder? Yeah. Und das ist auch spannend, oder? Und ich meine, dort, wo, wenn ich auch mein Programm das erste Mal mache, habe ich ja nichts getestet. Also ist alles Neues. Und das ist der Abend, wo ich weiss, der könnte jetzt integral in die Hose. Oder? Du hast keine sichere Sache, du hast keinen Teil, den du weißt, was mal da nicht schon gemacht hast. Und das ist aber auch spannend, oder? Du hockst oben und weißt, auch heute noch. Du weißt, könnte eine Katastrophe geben. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch im Gegensatz eben zur Musik, denke ich, bei Comedy auch immer, das ist das, wo einem, also in vielen Fällen, geerdet lässt. Weil man, wenn man eben das Risiko auf sich nimmt und sagt, ich schmeiße jetzt wieder alles weg, ich mache jetzt wieder alles neues Zeugs, dann lässt man sich ja wieder auf das Risiko ein, eben, dass die Leute nicht lachen könnten. Und wenn du als Musiker hast deine 5 Hits oder wenn es super läuft, hast du 12 Hits oder so, die weißt, die hast, dann kannst du mal einen neuen reinflechten und vielleicht wird es dann auch ein Hit, aber du hast immer so ein Sicherheitsnetz, wo du dich darauf zurück berufen sozusagen. Und in der Comedy tust du dich immer wieder eigentlich nackt dem Ganzen aussetzen. Oder? Gut, du kannst auch die alten Nummern mitschlagen und also als Sicherheit noch
noch haben. Es gibt auch Leute, die immer die alten Nummern wieder ins neue Programm, die gut waren. Das ist auch legitim. Yeah. Oder? Aber ich habe mir immer gesagt, wenn das Programm nicht so gut ist, dass die Leute am Schluss dann noch während der Pilzli-Song und der Borkenkäfer und so hören, dann ist das Programm nicht gut. Oder? Also ich habe eigentlich nie bewusst, vielleicht als zweite Zugabe oder als dritte, mich die dort an. Oder wenn zum Beispiel viele Kinder sind in einer Festhütte, wo es vorher 60, 70 Kinder hockt, dann denkst du, ja gut, jetzt hier noch der Rasenmähen oder Pilzli-Song oder so irgendetwas. Aber eigentlich ist die zweite Zugabe noch ein neues Lied bei mir, oder? Weil ich immer denke, ich werde das Programm machen, wo die Leute am Schluss zufrieden sind, auch wenn ich nicht noch alle alten Lieder singe. Und sonst muss ich halt hören, dann ist halt für das Programm nicht gut. Aber das war immer so und das ist weder richtig noch falsch. Nein, aber sehr, sehr respektabel, auf jeden Fall. Das ist nett, dass du mich respektierst. Letzte Frage, was machst du, um dich gut zu fühlen? Ja, das ist ja, ich bin ja an und für sich pensioniert und ich habe aber auch nicht Sachen, so Sachen, die ich verschieben im Leben musste, oder? Also wenn du dann das Leben lang immer denkst, wenn ich mal pensioniert bin, gehe ich reisen und weißt du was. Oder so Hobbys, wo, wie Golfen oder so, wo einfach komplizierte Art Zeit durchzulassen sind. wenn es langweilig wird. Ich habe gemerkt, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich dosiert das ein bisschen weitermachen kann. Oder? Yeah. Weil einfach nur nichts machen, das war nie mein Ziel gewesen, oder? Also ich habe nicht gedacht, ja, jetzt arbeiten und dann irgendwann mal auf Spanien runter und einfach, es hat ja eine Zeit gegeben, wo da alle gesagt haben, oder? Also ich krüppel bis 50 und nachher gehe ich auf Spanien. Und dachte, du dummer Kerl, wenn du nachher noch 30 Jahre lebst, bist du 30 Jahre in dem Spanien und dann hast du es auch gesehen. Und darum mache ich einfach dosiert, oder? Also am besten tut es mir, wenn ich vielleicht in der Woche einen Auftritt habe und den Rest kann machen, was ich will, oder? Aber ich weiss dann, am Freitag um 7:45 Uhr muss ich dort sein und einigermaßen angelegt und parat. Dann tut mir das am besten. Aber ich brauche schon viel Zeit für mich, weil mir wird es auch nie langweilig. Sehr schön. Ja, ein Glück. Definitiv. Definitiv. Ich könnte ohne Sache noch Stunden mit dir weiterschwätzen. Das ist deine erste Podcast-Erfahrung. Wenn es dir gefallen hat, bitte komm wieder mal, dann reden wir weiter. Gut, es ist nicht so schlimm gewesen, wie ich Nein, eben, ich finde es ist jetzt wirklich eine gute Erfahrung gewesen und es ist wirklich für mich das erste Mal. Und ich werde jetzt das nächste Mal, wenn ich eine Anfrage habe, mindestens noch eine Sekunde länger überlegen, ob ich zusagen oder absagen. Ja, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Peach, bist du hier gewesen. Wirklich von ganzem Herzen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, allergrößter Respekt. Wirklich bewundern, was du machst. Das ist nicht nötig. Nein, aber ich meine es wirklich. Ich wünsche dir auch alles Gute, weil du bist ja noch an einem anderen Punkt. Du musst ja noch länger machen. Ja, oder? Ich habe erst 8 Jahre. Ja, aber eben, es ist heute eine schwierigere Zeit. Wir haben es wirklich einfacher gehabt. Oder? Ja. Und da hoffe ich schon, dass du dann auch ein bisschen Durchhaltewillen hast. Und auch Glück, oder? Es braucht grausam viel Glück. Ist bis jetzt das erste sehr vorhanden, das zweite bis jetzt auch. Eben. Am Sonntag treten wir zusammen auf. Genau, am Benefit. Siehst du noch, mein erster Auftritt mit dir, ich freue mich riesig. Ja, jetzt noch. Ich bin ja ein unmöglicher Keib hinter der Bühne. Ich wünsche dir bis dann auf jeden Fall alles Liebe. Wir sehen uns dann schon wieder. Und ich hoffe, du kommst irgendwann wieder mal. Gerne, ja. Mach's gut. Tschüss, Peach. Ciao. Bye.